Hey Leute, ich bin's Fritz und heute geht's ums Painting von diesem Schmuckstück hier. Ihr habt's gerade schon final im Thumbnail gesehen und ich würde sagen, legen wir los! Ich werde beim Lackieren gleich die Masken haben, deswegen, ihr würdet mich extrem schlecht verstehen. Ich werde ein bisschen Voice-Over drüber quatschen, euch alles erzählen, warum ich was, wie, wo mache. Und jetzt geht's endlich los. Schauen wir doch als allererstes mal, was für Materialien benötigt werden. Ich habe mich für drei verschiedene Naturtöne entschieden. Der Lack ist matt und speziell für solche Lackierungen gedacht. Ihr findet übrigens alle Sachen auf meiner Website unter dem Punkt Ausrüstung und ich habe sie zusätzlich auch noch einmal in der Videobeschreibung verlinkt. Für einen speziellen Look habe ich mir noch ein Netz besorgt. Dies ist ein Kinderwagennetz, das ich einfach aufgeschnitten habe. Mir persönlich gefällt hier der Maschenabstand sehr gut. Damit einige Elemente von der Farbe geschützt bleiben, habe ich gewisse Stellen mit Malerkreppband abgeklebt. Gerade die Flächen vom Helm, die mit der Haut in Kontakt kommen und aus Kunstleder sind. Auch die Linse und der Bildschirm der GoPro sollten natürlich frei von Farbe bleiben. Auch die Gewinde der Schrauben habe ich vorsichtshalber geschützt. Bevor es losgeht, noch schnell ein paar Handschuhe übergezogen, eine Pappe untergelegt und die Atemschutzmaske aufgesetzt. Die Dosen noch ein bisschen schütteln und dann kann es losgehen. Ich beginne mit dem dunklen Braunton als Grundierung und habe mit der Dose einen Abstand von gut 30 cm. Ich führe immer wieder kleine, gleichmäßige Sprühstöße aus und bin dabei in Bewegung. So bekommt man ein schönes, gleichmäßiges Ergebnis. Nach einer kurzen Trocknungsphase von ca. 2-3 Minuten setze ich mit dem mittleren Grauton kleine Akzente. Dabei achte ich wieder auf einen großen Abstand, da ich möchte, dass die beiden Farben ineinander überfließen und keine harten Kanten entstehen. Ich versuche auch ein unsymmetrisches Muster zu erzeugen und somit unterschiedliche Stellen zu lackieren. Hier sieht man ganz schön, dass ich drei größere Bereiche gewählt habe, die komplett verschieden sind. Es ging mir darum, dass die Maske auf jeder Seite unterschiedlich aussieht. Als nächstes kommt das Netz zum Einsatz. Es sollte ziemlich fest am Objekt liegen und auch schön straff sein. Wenn das Netz nur locker drauf liegt oder einen großen Abstand hat, wird das Muster nicht ganz so stark sichtbar. Nun wieder ein paar gezielte Sprühstöße aus entsprechender Entfernung mit dem hellen Sandton und schon ist es fertig. Wenn man das Ganze kurz trocknen lässt und dann das Netz entfernt, kommt das schuppenartige Muster zum Vorschein. Wenn es an manchen Stellen zu stark sein sollte, kann man hier einfach nochmal in dem hellen Sandton oder auch mit dem Grau etwas Struktur wegnehmen. Wie auch bei der zweiten Farbe habe ich hier nicht die komplette Maske lackiert, sondern einzelne Bereiche ausgesucht und Highlights gesetzt. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt und jeder kann selbst entscheiden, wie stark er das Muster möchte. Bei den nächsten Teilen ist es immer wieder der gleiche Ablauf. Ich beginne mit der dunkelbraunen Grundierung, setze dann mittelgraue Highlights für eine schöne Basis. Danach wird das Netz drüber gezogen oder an manchen Stellen auch nur schnell drüber gelegt. Ein paar gezielte Sprühstöße mit dem hellen Sandton und alles bekommt einen gleichmäßigen Look. Das Schöne bei solch einem Paintjob ist, dass auch ruhig mal ein paar Fehler passieren können. Einfach wieder drüber lackieren, bis das gewünschte Ergebnis fertig ist. Ich finde es ganz schick, wenn dieses Netzmuster an manchen Stellen stärker ausgeprägt ist und an manchen nur sehr schwach. Man kann auch zum Schluss mit dem hellen Sandton nochmal von weit weg ganz feinen Sprühnebel über die Objekte geben, damit alles ein bisschen matter wird und der Kontrast vom Netzabdruck nicht zu stark ist. Für Leute, die noch gar keine Erfahrung mit dem Umgang mit Sprühdosen haben, würde ich empfehlen, das Ganze erstmal auf einer Pappe oder ähnlichem zu testen. Wichtig ist, dass ihr nicht die Dose dauerhaft betätigt, da dann viel zu viel Farbe auf einmal rauskommt. Zum Schluss muss natürlich noch das Kreppband entfernt und alle Elemente wieder zusammengeschraubt werden.
Auch in der Maske habe ich die gepolsterten Flächen vor dem Lack geschützt. Die Farbwahl ist Geschmackssache und diese Technik geht auch mit einer unterschiedlichen Anzahl an Farben. Schaut einfach, dass die Farben halbwegs zu eurem Tarnmuster passen. In meinem Fall ist es vielleicht ein Tick zu hell geworden und harmoniert nicht zu 100% mit dem Multicam-Tarnmuster. Ein hellerer Grünton für kleine Akzente hätte sicher auch noch schick ausgesehen. Ich bin trotzdem sehr zufrieden und finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Was meint ihr? Ich freue mich auf euer Feedback in den Kommentaren. Das ist jetzt das komplette Painting. Ihr seht es nochmal. Jetzt kommt theoretisch noch ein Helmcover rüber, Anbauteile und so weiter. Es ging jetzt in dem Video wirklich nur um das reine Lackieren. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.